frostige Flucht. Okay. Öffne deine Augen, Clan, und das war's schnell. Du hast das Gedächtnis des Waldes geweckt und damit auch mich. Hätte ich bei all dem Schnee beinahe nicht gesehen. Nun wird der Frühling wieder in der Spitze Einzug halten, auch wenn einige das nicht begrüßen werden. Die Kreatur schrie, gehört dazu. Ich habe es im Schlaf in meinen dunklen Träumen gesehen. Du redest zu wenig dafür. Sie wurde aus Staub geboren, stieg auf, während die Welt unter der Asche sank. Kehrte sie zu Asche und Staub zurück. Sie ist verloren, eine mitleidenswerte Kreatur, ihr Herz versteinert. Auch der Sommer der Vergangenheit ist verloren, er wird nie wieder zurückkehren. Dank dir, Geist, wird ein neuer Sommer kommen und seinen Platz einnehmen. Das habe ich geträumt. Okay. Puh. Ja, mir fehlt nur noch die Kugel dort oben, dann habe ich eigentlich alles gefunden. Das bedeutet, es gibt nur noch dort oben etwas. Es ärgert mich, dass ich nicht herausgefunden habe bisher, wie das dort unten aufgeht. Oder das. Wobei das da müsste ich jetzt... Ich habe hier... Das müsste ich jetzt machen können. Dann gehen wir mal dorthin. Da müsste ich jetzt hinkommen. Warte mal, was hat mich da aufgehalten das letzte Mal? Du nicht. Du auch nicht. Du erst recht nicht.
Moment, doch. Hä? Die Gegner sind hier neuartig. Dieser... Du bist nervig. Was hat mich damals aufgehalten? Also hier rum. Ach so, ja, immer noch das. Ich komme da immer noch nicht durch. Weil ich noch nicht herausgefunden habe. Wie ich das zerstören kann. Da unten. Das ist wieder so eine Stelle, wo ich am liebsten eine Stampfattacke hätte. Aber ich finde keinen Ort. Stampfattacke. Wobei, vielleicht ging es auch doch von der anderen Seite. Lass mal schauen. Ach, geht mir nicht auf den Geist. Nee. Man konnte bloß von der anderen Seite kommen. Shit. Auch ein Rätsel, das ich noch nicht lösen konnte. Naja, gehen wir mal zurück. Ich habe ja ein paar Gorlek-Erz bekommen. Damit kann ich wieder was bauen. Ich wollte gerade sagen, bleibt es jetzt weiß? Hätten wir schon wieder denselben Bug wie beim letzten Mal. Das Frühling, Schneegipfel und alles, was benötigt war, war ein kleiner Geist. Wüssten, wenn du bändigen könntest, damit sie nicht mehr durch die Heimat meines Volkes gehen würden. Ich glaube, daran bin ich so... Oh, warte mal. Ich baue das nur der ohne ein wenig Glück, war das nicht so... Scheinbar... Ja gut, machen wir erst die Baumhäuser fertig. Danach kommt die Magie. Der Dekoration. Okay, da kommt ein neues Haus hin. Das können wir gleich besuchen. Mal schauen, was da drin ist. Fertig, es fühlt sich großartig an. Wieder das zu bauen. Okay, das war... Irgendwo hier oben, könnte ich mir vorstellen. Das war das, oder? Das war das Haus. Das? Sonst nichts? Ja, das ist ein bisschen enttäuschend, was wir hier bauen und was es dafür, was für Nutzen wir dafür haben. Irgendwie sehr enttäuschend. Danke, die perfekte kleine Feige. Einen Wanderball. Und wohin führst du mich? Wo ist mein Ziel, was einen Wanderbeutel gebrauchen kann? Ich sehe es nicht. Schade. Da oben ist noch was, da unten ist noch was. Gemoki, Moki. Da ist ein Gorlek-Splitter. Da habe ich aber noch nicht so raus, wie ich dort... Moment. Mit meiner neuen Fähigkeit müsste ich da jetzt die Teleportation oder dort hochkommen können. Das könnte eine Möglichkeit sein. Hier, das testen wir jetzt mal. Kann ich solche Wege jetzt frei... Wobei, da hätte ich auch hier bleiben können, weil hier gibt es ja auch so eine Stelle. Ich brauche immer noch was, um Brücken oder feste Plattformen zerstören zu können. Das war hier... Was ist das hier? Hier unten? Bin ich hier richtig?
Hä? Ja, doch. Dahin wollte ich. Das da. Doch, das da, oder? Nein. Ein Mechanismus. Irgendwo muss etwas sein, um diesen Mechanismus zu betätigen. Ein Mechanismus. Aber wie macht man diesen Mechanismus an? Ich bin mir dann sicher, dass es vielleicht... das ist ein Mechanismus. Aber wir haben auch solche Orte, wo Steine sind. Halt! Glaube nicht. Dass das so eine Lampe ist. Nee. Was sind wir hier oben? Dort oben könnte ich hüpfen. Das auch nichts. Nee. Nichts zu erkennen. Ja, es gibt ein paar Geheimnisse in diesem Spiel, die sind anscheinend nicht so leicht und nicht so trivial. Gut, 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 gut. 98, 98. Hier ist sogar einige, ja, wegen dem Hauptgebiet hier, das ich nicht aufgekriegt habe. Lumasee, auch ein großer Teil hier vermutlich, oder? Das ist ja dunkel. 91% ist viel. Dort oben ist noch ein komplettes Gebiet, das ich noch nicht im Lumasee hatte. Mitternachtshöhlen. Ja, das Gebiet dort oben fehlt. Tintenmoor. Das dort unten. Das da. Quoloxtal. Das ist schon deutlich aufgeräumter wieder. Schimmelwaldtiefen. Fehlt auch ein... Oh, dieses Stück dort unten. Ah ja. Und der stille Wald. Im stillen Wald fehlt theoretisch das hier, aber dort oben ist auch noch viel. Hier ist ein kleines Gebiet, was fehlt, aber wie komme ich... Ah ja, das da. Hier ist auch irgendwie noch was. Stiller Wald. Das probiere... Ah, das ist doch die Futterstelle, oder? Da probiere ich mal jetzt durchzukommen. Jetzt, nachdem die Eule da war. Vielleicht ist sie weg von ihrer Futterstelle. Wieder rauf. Ach, ich komme so rum nicht wieder zu... Doch! Es ging. Hier. Aber die ist immer noch da. Oh, das habe ich noch gar nicht geholt. Oh, das hat sich dann schon mal ein bisschen gelohnt, hier wieder vorbeizuschauen. Aber trotzdem ist es ärgerlich. Die ist immer noch hier. Was macht sie hier die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. So, theoretisch müssen wir jetzt nach oben. Gehen wir doch nach oben. Wir können zwar jetzt ja alles sammeln, aber nee, wir haben jetzt die 4 Irrlichter. Jetzt können wir da oben hin. Da war ich ja schon mal dort oben. Aber jetzt habe ich wirklich einen Grund da. Oh, da wollte ich eigentlich nichts. Zu dem wollte ich eigentlich nicht. Ich will den eigentlich nutzen. Ich will ihn missbrauchen. Dann nicht. Du sollst dich nicht zu dem... Genau, du sollst dich wegschleudern und nicht zu dem hinteleportieren. Das ist...
Oh, warte. Muss mal wieder heilen. Ich muss erstmal wieder in den Mut reinkommen hier. Moment. Ich will den doch nicht töten, verflucht. Hä? Was mache ich denn hier gerade falsch? Alles, ich weiß, aber... Ah, das habe ich das letzte Mal, glaube ich. Abused. Oh, das tut weh. Ah! Kann es sein, dass ich da niemals hoch sollte bisher? Und ich habe das nur abused wegen dem... Ja, das war nichts. Nee, hä? Ich blick gerade nicht, wie ich das letzte Mal da hochkam. Muss ich zugeben. Was habe ich da denn gemacht? Ich kann mir aber vorstellen. Nee. Damit? Es klappt zumindest. Es klappt zumindest. Okay. Es klappt. Dann wird's schon stimmen. So. Was haben wir jetzt hier? Nachdem wir jetzt die Irrlichter alle haben. Wir haben es geschafft, Ori. Das Herz des Waldes ruht im Inneren. Die Licht, das Licht der Geisterweide kann öffnen, was lange verschlossen war. Dann, Sesam, öffne dich. Nur die Irrlichter kannten den Weg voraus. Um zurückzubringen, was verloren gegangen war. Die arme Eule Kuh ist immer noch angeschlagen. Ah ja. Windruinen. Ach du Schande. Die Windruinen. Okay. Na, schauen wir uns doch mal hier um. In allen Ländern bleibt es immer gleich. Für jeden Geisterbaum ein Licht und für jedes Licht ein Baum. Sie existieren im Gleichgewicht, das Licht allein nichts ohne sein Gefäß. Okay. Haben wir jetzt Geschichtsstunde oder wie? Tatsächlich, Geschichtsstunde. Das ist die Weide. Aber während das Licht ewig ist, kann kein Baum ewig bestehen. Als die Weide alt wurde und ihre Zweige kahl, konnte sie ihr Licht nicht länger pflegen. Es zerbrach und wir wurden zu Irrlichtern. Unser einstiger Glanz erlosch. Na, heben.
Okay, jetzt wird die Geschichte anscheinend erzählt. So kurz vorm Finale, so in etwa. Bisher noch kein einziger Gegner. Was auch nicht verwunderlich ist, weil das ist ja ein Ort, wo abgeriegelt war. Die Kinder der Weide, die Geister von Niven, litten unter dem Verfall. Das Land wurde von Dunkelheit und Zerstörung heimgesucht. Die Geister verschwanden und alles schien verloren. Ah, Hoffnungslosigkeit. Wie viel darf ich hier bekommen? Gibt's hier Sachen zum Sammeln? Hm, scheinbar nicht. Sonst hätte ich sie auf meine Karte. Hier gibt's nur jede Menge Kugeln und so. Doch bevor Verzeihung sagten, dass Hoffnung kommen würde, sie würde unsere Augen durch die Dunkelheit blicken lassen. Hoffnung würde unsere Erinnerung an das Vergessene zurückbringen und uns in Zeiten der Not Kraft spenden. So wird die Welt geheilt, so wird der Kreislauf fortgesetzt. Ist das so? Die Baumeister Gorlek wussten, dass alle kaputten Dinge wieder repariert werden können. Hier schützten sie das zerbrechlichste aller Irrlichter, das Herz des Waldes. Wir spüren seine Präsenz in der Nähe, Ori. Das Licht wird abermals ganz werden. Okay. Tatsächlich, hier geht's runter. Da links ist ein Weg und da rechts ist ein Weg. Wobei, links komme ich noch nicht durch, aber rechts... Schön. Ein neuer Teleporter. Und eine riesige Lebenswarze. Ah, nein. Okay, so wird der Weg freigelegt. Und hier ist jetzt... nichts. Okay. Okay. Mystisch, mystisch. Was ist das? Oh oh. Ah! Das Herz des Waldes. Als die Geisterweide starr, flackerte mein Licht. Nun bin ich wieder vollkommen. Ich bin Ziel. Die Weide wartet uns, Ori. Wir müssen gehen. Doch der einzige Weg dorthin ist... Wow! Ach du Schande. Oh, es ist kein Kampf. Es ist ein Wegrennen-Szenario wieder. Das will mich fressen. Es will mich fressen. Es will mich immer noch fressen. Hilfe. Siehe, mach was. Schieße mit deinem Licht. Nein. Okay, jetzt bin ich tot. Siehe, mach doch was. Du bist doch so mächtig, oder? Du bist jetzt ein gelbes Licht anstatt ein weißes Licht. Nein! Ah, shit.
Das ist nicht gut. Nein, das war die falsche Taste. Ah, das ist böse, wenn man die Tasten auf einmal wechseln muss. Wenn man es nicht gewohnt ist. Zu viele Tasten. Nämlich zwei. Ah, nein. Wenn ich nicht... Ich muss das bekommen, sonst komme ich nicht hoch genug. Ah, die Musik ist wieder toll. Ich brauche echt den Soundtrack von diesem Spiel. So, man muss einfach geduldig sein. Das ist gar nicht so stressig. Wie man ein bisschen schon. Wie man vermuten möchte. Aber mit jedem Mal sagt er, oder wollte er gerade sagen, werde ich besser. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so. So. Und da hoch und da hoch und dann da rein und dann da rüber und dann da und dann... Boah! Wie schnell der sich da boostet, das ist ja böse. Da hat man nicht so viel Spielraum auf Zeit lassen. Oh nee, da habe ich gerade so das verpasst. Ich muss das alles wieder machen, das ist doch bitter. Was ist das für eine brutale Szene hier? Auch wenn ich sie feiere, diese Run-Szenen. So, das ist schön. Das ist schön, das... Okay. Wow. Jetzt? Da lang! Ich sehe nicht, was ich machen muss. Ach, dort oben war so ein blaues. Nein. Ich habe nicht gesehen, was ich machen musste. Das ist ein bisschen lang, die Szene hier. Und ich sehe noch nicht, wie ich den bekämpfen kann, den Wurm. Das wird nicht schön. Na, geh! Ori, geh rein. Geh rein. Ori. Nicht festhalten. Eintauchen. In die Materie. Zu viele Geschicklichkeitspassagen in diesem Spiel. Eindeutig zu viele Geschicklichkeitspassagen. Aua. Ich muss jetzt gerade ein bisschen konzentrieren. Nein, das war die... Ich lebe noch. Ich lebe noch.
Aber wie lange lebe ich noch? Oh, Mama! Mama! Oh, alle Tasten drücken. Ich verkrampf langsam. Gönn mir. Gönnung, Gönnung. Raus hier. Wir sind draußen. Oh. Treibsand. Ach du Schande. Hey, das war... Oh, das war gar nicht mehr so leicht. Okay. Ich habe jetzt den Boss eigentlich erwartet. Oh, ich kann nur nach links laufen. Ich habe eigentlich einen Boss erwartet, nicht hier einen Run wieder. Eigentlich erwarte ich andauernd Bosse. Ja, das war auch wieder spannend. Genau, der Gorlick hat auch gewünscht, dass wir was gegen den Wind machen, oder? Und somit haben wir was gegen den Wind gemacht. Das ist Siore, die Weide, Mutter des Lichts. Nur der Trauerkampf steht uns noch im Weg. Sir. Bringe sie zur Geisterweide zurück. Ah, das ist jetzt beim Futterplatz. Jetzt kann ich wohl wieder da durch. Okay. Uff. Oh. Oh. Da unten habe ich sogar was verpasst. Maximum Teleportation. Mal schauen, ob ich die Mana-Kugel dort unten noch bekommen kann. Oder jetzt bekommen kann, nachdem das Vieh hier alles kaputt gemacht hat. Vielleicht. Nee, da links. Genau. Da kam ja der Wurm raus von links. Schauen wir doch mal, hier kam der Wurm irgendwo rausgeschossen. Wow! Das muss ich zugeben, das habe ich jetzt... Das habe ich jetzt... Wo bin ich hier? Lass mich in Ruhe! Ich will doch bloß schauen, wo ich hier bin. Ah ja, doch, hier war ich schon mal. Hier hatte ich noch keinen Ver... Ich habe nicht herausgefunden... Kannst du mal aufhören? Hier, ich kann das auch. Oh, nicht so gut wie du wahrscheinlich. Die Kampfmusik ist wieder ein bisschen rigged. Oh, du bist deutlich schwächer als deine Artgenossen. Hier, das da habe ich noch. Kann ich hier jetzt irgendwas Neues machen? Nein. Hm. Feuer ist ja schon in der Fackel drin, also. So ein Rätsel ist es ja auch nicht. Na gut. Das war eigentlich unbeabsichtigt, hier rauszukommen. Interessanter ist natürlich da unten. Hier ist... Aha, da haben wir es doch. Ein Fragment einer Energiezelle. Das muss man erstmal wissen, dass da eine ist. Tok hat eine Schaufel. Graben lohnt. Wenn ich bloß wüsste, wo die Schaufel ist, die er gemeint hat, müsste ich wahrscheinlich auch googeln oder so. Das war auf jeden Fall sehr exciting hier. Der ganze Weg hier war der Kampf sozusagen gegen diesen Wurm. Höchst exciting. Und jetzt geht es hier. Nun muss sie jetzt zur Geisterweide zurückkehren. Das Trauerlichtal, oder wie das hieß, ist das letzte Gebiet. Aber das war's für heute. Das letzte Gebiet muss warten. Das letzte Gebiet werden wir beim nächsten Mal machen. Beim Finale. Das wird grandios, grandios. Ja. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ciao. Bis zum nächsten Stream.